Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der Tag der Tage. Ich habe mir vorgenommen, endlich mal die Groomer zu fahren. Und zwar nicht nur irgendwie am Ende die Drops oder Stepdowns, sondern einfach mal die ganze Groomer. Und heute beschäftigen wir uns auch mit einem Thema, das ja eigentlich nicht so oft angesprochen wird. Besonders nicht auf YouTube oder Social Media allgemein. Aber bevor es dann auf die Groomer geht, wollten wir uns natürlich erstmal auf den blauen Lines ein klein bisschen einrollen. Und zwar das Thema, was ich mit euch heute besprechen möchte und wozu mich das Video hier heute inspiriert hat, besonders dieser Tag in Greenhill, ist, dass einfach ja nicht immer alles perfekt läuft. Ich bin ziemlich zufrieden gewesen die letzten Monate auf dem Bike, weil ich jede Menge Fortschritte gemacht habe und mich immer wohler gefühlt habe. Doch dann hat man manchmal Tage, da läuft es einfach nicht so gut. Und der Tag hier in Greenhill war einer dieser Tage. Aber nichtsdestotrotz wollte ich dennoch, weil ich es gewohnt war, jetzt immer irgendwie ein bisschen Fortschritte zu machen, die Groomer fahren. Und das war einfach mal gar nicht so eine gute Idee. Denn, naja, ich will gar nicht zu viel erzählen. Ich werde euch jetzt einfach die ganze Abfahrt gleich zeigen. Und zwar total ungefiltert, ungeschönt und einfach nur die pure Wahrheit. Was würdest du gerne? Ach so, ja. Ja. Wie alt ist denn der hier? Ja, ist nicht schlimm eigentlich. Okay. Hier oben. Dicke Stufen. Oh Gott. Knackig, aber noch machbar. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, es war sehr nass und ich kannte die Strecke noch nicht, die erste Abfahrt hin und her und so weiter und so fort. Aber die Wahrheit ist einfach, ich habe mich einfach auf dieser technischen Line komplett doof angestellt. Ich wusste nicht, welche Linien ich fahren sollte. Ich habe einfach mich nicht entscheiden können, welche Linien ich wählen soll und so weiter und so fort. Okay. Das sind die gute Linienwahl waren hier. Ich hätte besser die Highline gewählt. Ich glaube, das ist besser. Boah,
Scheiße. Knackig. Und allen Social Media Regeln zum Trotz zeige ich euch das ganze Spektakel hier trotzdem. Denn an dem Tag lief es dann wirklich überhaupt nicht mehr gut. Und von da an habe ich dann auch irgendwie alles verlernt, was ich bisher so gelernt habe, da ich irgendwie komplett im Stress war und mein Mindset sich ganz, ganz schnell geändert hat. Und so schnell kann es dann auch gehen, wenn man auf einer neuen Line ist und irgendwie ja, das Feeling plötzlich komplett weg ist. Ich will wissen, welche Linie man fährt hier. Boah, ist das knackig. Ich hatte die falsche Linie gewählt. Ja, das ist hier gerade. Das ist echt Kacke bei dem Wetter. Das ist echt crazy gerade. Also eigentlich fährt man hier ab allein dann schön rum, aber jetzt fahr hier Stich durch und dann rechts. Aber die bessere Line ist oben, oder? Die bessere Line ist hier oben, oder? Eigentlich ja, aber wie gesagt, jetzt musst du eigentlich unten fahren und hier Stich gerade durch. Also die richtige Line, die kommst du gar nicht mehr vernünftig rein. Leider kamen auch nicht so viele Leute vorbei, da an dem Tag einfach nicht wirklich viel los war im Park. Aber mir hilft es immer extrem, wenn ich einfach sehen kann, wie jemand anders etwas vorgefahren ist. Und dann kann ich das meistens ganz gut adaptieren. Deswegen war ich auch super dankbar, dass ich den ersten Besuch hier in Greenhill den Dennis dabei hatte, der ja, mir alles vorgefahren ist. Und auch wenn ich mich wirklich extrem blöd angestellt habe an dem Tag, war ich dennoch irgendwie ganz stolz, dass ich mich alleine auf so eine Line getraut habe. Und ich habe mich eigentlich nicht wirklich unsicher gefühlt oder irgendwie Angst gehabt, dass ich stürze oder sowas, sondern ich kam einfach nicht wirklich rein in einen richtig guten Flow zum Fahren. Und ich glaube, wenn man auf so einer Line halt irgendwie den Flow nicht findet und immer zu langsam fährt und so weiter, dann ist das Ganze irgendwie nochmal doppelt so schwer. Ein bisschen weniger. Oh, oh, oh. Ja, ich bin so dicht. Das letzte Stück hier, der Groomer, geht sogar wirklich klar. Das fand ich noch, war das am einfachsten zu befahrende, weil hier auch nicht so viele Alternativlines reingefahren worden sind, sondern man einfach nur dem folgen musste, was sowieso schon da war. Aber was mir wirklich klar geworden ist, ist, dass eigentlich die Drops unten und die Stepdowns viel weniger anspruchsvoll sind, weil man da einfach zwar eine mentale Hürde hat, aber technisch eigentlich nicht so viel zu tun hat. Im Gegensatz zu den Lines hier oben auf der Groomer. Okay. Zu lange überlegt. Zu lange überlegt. Naja, der Traum von in einem Durchfahren vorbei. Puh.
Ich fahr zu Ende. Ja, ja. Doch warum habe ich euch das ganze Spektakel jetzt hier überhaupt angetan? Eigentlich ganz einfach. Ich möchte einfach nur mal zeigen, dass nicht immer alles perfekt läuft. Und besonders auf Social Media haben wir immer das Gefühl, wir müssen überall perfekt sein. Und bei manchen Leuten oder besonders bei Jugendlichen irgendwie überträgt sich das aufs ganze Leben. Und manchmal trauen sie sich gar nicht mehr, irgendwas Neues anzufangen, weil man denkt, man muss sofort perfekt sein. Aber so ist es halt nun mal nicht. Wir fangen immer klein an und müssen uns langsam an die Dinge heranarbeiten. Und man hat auch einfach manchmal einen schlechten Tag. Und das ist auch ganz normal. Wir müssen auch nicht jeden Tag super gut gelaunt sein und immer ein Strahlemann sein oder eine Strahlefrau. Denn es gibt auch Tage, an denen einfach nichts funktioniert oder man sich an irgendwelchen Dingen die Zähne ausbeißt. Und das ist vollkommen normal. Auch wenn Social Media uns manchmal ja ein Bild suggeriert, dass irgendwie alles perfekt ist und wir schauen uns die anderen Sachen an von anderen Leuten und wir denken immer, unser Leben ist einfach so mies und bei uns läuft's nicht. Das ist Quatsch. Auf Social Media sehen wir immer nur die Resultate, aber nie den Weg dahin. Und ich bin dafür, wir sollten alle ein bisschen öfter zeigen, wenn wir mal scheitern, keine Angst vorm Scheitern haben und einfach ja, offen und ehrlich mit allem umgehen. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.